Stefan Fried sitzt im Beratungsgespräch. Vor 2 Jahren wurde der 50-Jährige plötzlich arbeitslos. Davor war er Bauleiter in einer Firma. Seitdem Stefan ohne Arbeit ist, kommt er regelmäßig ins Mönchengladbacher Arbeitslosenzentrum. Hier trifft er Menschen, denen es ähnlich geht wie ihm. Außerdem gibt es täglich eine Mahlzeit für kleines Geld oder, wie hier, Unterstützung bei der Jobsuche. Würde es das Arbeitslosenzentrum nicht geben, dann wäre es für Stefan viel schwieriger, mit seiner Situation zurechtzukommen. Das ist sehr wichtig. Ich habe ja einige Leute, die ich auch von früher kenne, hier kennengelernt, die eventuell auch in die eine oder andere Situation abgerutscht sind. Und darum ist eine Begegnungsstätte und die Menschen, die hier arbeiten, die machen das mit einem enormen Arrangement. Und von daher muss man sagen, es ist halt total klasse, dass sowas hier stattfindet. Aber das könnte sich vielleicht bald ändern, denn im Moment ist unklar, ob es das Arbeitslosenzentrum so weitergeben wird. Ende letzten Jahres teilte der neue Oberbürgermeister Hans-Wilhelm Reiners dem Zentrum plötzlich mit, dass man die Einrichtung bald nicht mehr auf der Lüpperzender Straße sähe. Der mögliche Grund dafür? Die Römonder Höfe. Noch in diesem Jahr soll mit dem Bau der neuen Nobelimmobilien begonnen werden, direkt hier auf der Bleichwiese und auf den umliegenden Straßen. Und da passt ein Arbeitslosenzentrum womöglich nicht ins neue Stadtbild. Das hat uns natürlich wie einen Schlag getroffen. Und wir wissen nicht, wo wir hin sollen. Das ist das große Problem. Bis heute nicht. Auch nicht andeutungsweise wurde gesagt, wo wir hinkommen sollen. Ne? Auch Arbeitslose sind Menschen, die hier zur Stadt gehören, zur Innenstadt gehören. Und wir meinen, dass das kein Grund ist, uns hier auszuquartieren. Dabei hatte das Arbeitslosenzentrum gerade damit begonnen, das Haus umzubauen, um es barrierefrei zu machen. Die Immobilie gehört der Stadt und zu Zeiten des alten Oberbürgermeisters Norbert Bude wurde der Umbau genehmigt. Im Dezember dann auf einmal die Kehrtwende und jetzt stehen die Bauarbeiten still. Die Planung sieht vor, dass wir hier an dieser Seite des Hauses einen Aufzug installieren. Und mit dem Aufzug ist es möglich, das Haus für unsere gehbehinderten Personen barrierefrei zu erreichen. Aber jetzt passiert gerade erstmal nichts. Nichts. Wir sind im Moment in der Situation, dass wir diese gesamte Planung aufgrund der ungeklärten Situation am Standort nicht realisieren können. Wie es weitergeht, das weiß momentan keiner. Dass das Arbeitslosenzentrum einfach seinen Standort wechselt, ist nicht so einfach, denn seit über 30 Jahren gibt es die Einrichtung jetzt hier auf der Lüpperzender Straße und es sind vor allem Menschen aus der Umgebung, die vorbeikommen. Sie suchen im Arbeitslosenzentrum die Begegnung mit anderen Menschen, Hilfe bei Fragen und Problemen, ein warmes Mittagessen. Würde es das Zentrum hier nicht mehr geben, wäre das für die Besucher eine Katastrophe. Ziemlich auf Deutsch gesagt, scheiße. Unverantwortlich sowas, ne? Ich weiß gar nicht, was die sich dabei einbilden, ne? Das Diskriminieren hoch 3. Ich finde, sowas muss bleiben und nicht abgeschafft werden, weil das anscheinend nicht mehr zum Bild passt. Was willst du da machen? Die machen doch sowieso was zu holen. Dann ist natürlich dieser Begegnungstreff nicht mehr da und man wird vielleicht auch ein Stück verlieren an Qualität, an Lebensqualität. Ne? Und auch Stefan Fried wäre traurig darüber, wenn es das Arbeitslosenzentrum in Zukunft hier nicht mehr geben würde. Trotzdem sieht er die ganze Sache realistisch. Ich sag mal, dafür kämpfen, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, weil ich glaube, der OB hat schon beschlossen, dass es verkauft ist. Und von daher ist die Sichtweise dagegen, was unternehmen. Es ist ohne die Mitbestimmung dieser Menschen hier passiert, was ich sehr, sehr traurig finde.